Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fortnite Battle Royale. In diesem Video werde ich euch alle Lösungen für die wöchentliche Challenge Nummer 2 in Season 8 zeigen. Dafür werde ich jetzt in eine Gruppenkeile Runde gehen, weil ich denke mal, da kann man am leichtesten erstmal die Challenges machen und dann sehen wir uns dort gleich wieder. Ich werde jetzt als allererstes mal zu einer Expeditionsbasis fahren oder beziehungsweise fliegen, damit ich möglichst schnell an ein Driftboard komme und so auch direkt zu den Punkten fliegen kann, nämlich zum östlichsten, nördlichsten, westlichsten und südlichsten Punkt, den es auf der Karte zu finden gibt. Die Zone ist ganz gut. Ich werde dann zuerst hier mal den östlichsten besuchen und dann von Norden nach Westen nach Süden. Sieht man hinten schon ein paar Steine. Dort muss man dann auch hingehen. So, eigentlich entlang. Genau, östlichster Punkt abgeschlossen. Wenn man jetzt direkt am Anfang in einer normalen Runde ist, kann man hier zu Lazy Lagoon gehen und sich schon mal eine Kanone schnappen, um damit dann Kills zu machen. Dann am besten die da oben nehmen, um auf das Piratenschiff runterzuschießen. Da irgendeinen möglichst lucky zu treffen. Das ist ehrlich gesagt eine relativ schwierige Challenge, weil man 100 Schaden machen muss. Das heißt, entweder man trifft einen Gegner direkt oder man muss eben halt zweimal in der Range von einem Gegner sein, um dort einen Kill zu erlangen. Zusätzlich muss man in der ersten Challenge hier auch bei The Block landen und dann kommen noch 4 weitere Orte. Als nächste Challenge muss man sich 25 Leben mit Äpfeln heilen. Danach werden wahrscheinlich noch Medkits und eventuell Slurper oder irgendetwas kommen. Und dann wird in einer späteren Woche irgendein Item kommen, womit man Blue Life regenerieren kann. Sind hier auch gleich dann schon am nördlichsten Punkt der Karte. Werden auch immer durch so kleine Steinhaufen gekennzeichnet. Wenn man hier oben beispielsweise bei Haunted Hills gelandet wäre, dann kann man da auch schon mal die Kills machen. Denn das ist die Challenge, entweder in Haunted oder in Salty Springs Kills machen. Ich werde das jetzt nicht bis zum nächsten schaffen. Dafür bin ich zu langsam. Zusätzlich muss man sonst eben halt dann muss zum Beispiel an Vorratslieferungen, die herabfallen, Schaden machen. Genauso wie er da. Und auf jeden Fall werde ich euch dann gleich nochmal den westlichsten und südlichsten Punkt zeigen. Auf jeden Fall der südlichste Punkt ist, wie man es unschwer erkennen kann. Ich glaube, das sieht man auch mit einem ganz normalen Auge, dass der bei Lucky Landing sein muss. Also alle Challenges in einer Runde zu schaffen, wird allein schon deshalb unmöglich, weil man ja gestaffelte Herausforderungen wie Äpfel essen und bei einem bestimmten Ort Land machen muss. Allerdings sind sonst zum Beispiel Vorratsliefer, also Schaden, 200 Schaden an Flugzeug an Lootjobs machen. Das ist ja ziemlich easy. Davon gehe ich mal aus. Sonst landen bei bestimmten Orten ist hier halt nichts Besonderes. Norden, Süden, Osten und Westen kann man eigentlich auch in 2 Runden machen. Nur einmal um die ganze Karte wird jemals schwierig. Und dann wisst ihr auf jeden Fall schon mal, wo die ganzen Orte für die sozusagen Suchenherausforderung ist. Hier ist nämlich der Süden. Und dann würde mir eben halt nur noch der Westen fehlen. Und dann kann man hier auch direkt, wenn das zum Beispiel in der Zone liegt, hier einen Apfel nehmen. Und dann heilt man sich damit auch schon mal hoch. In der zweiten Staffel, der zweiten Stage davon ist, glaube ich, ziemlich sicher Medkits.
Ich weiß ja mal die dritte noch nicht. Genauso wie bei den Ordni Challenges nicht. Und ich werde euch jetzt noch einmal die Lösung für den geheimen Banner zeigen. So wie die den letzten Ort für genau den besten. Und wie ihr es gerade nochmal gesehen habt, man muss auch noch 3 Kisten in einem Match öffnen. Das ist eigentlich auch relativ easy. Und dann sehen wir uns gleich in der nächsten Runde wieder. Ich fliege jetzt kurz zum westlichsten Ort der Map. Und ich habe jetzt auch nochmal nachgeguckt. Nachdem man bei The Block gelandet ist, muss man zu Dusty Divot gehen. Dann als nächstes zu Polar Peak. Dann als vorletztes zu Snowy Shores. Und zu guter Letzt nach Paradise Palms. Und als dritte Challenge für die Heilung, die Green Life Heilung, muss man höchstwahrscheinlich Lagerfeuer benutzen. Das steht in den Leaks nicht drin. Aber eben halt als erstes Äpfel, dann als zweites mit den hier Medkits, genau so heißen die. Oder mit den Bandages. Es kann beides sein. Entweder man muss. Wobei es am. Ich denke mal, am taktischsten wäre es eigentlich, wenn sie als erstes Äpfel, dann Bandages und dann Medkits nehmen würden. Es ist eigentlich ziemlich logisch, dass das in der Reihenfolge ist. Auf jeden Fall sieht man da hinten in 200 Metern auch schon mal die nächste Straße, wo dann ja immer am Ende der Straße das Schild ist. Da muss man dann nur noch einmal hingehen und dann werde ich nochmal zum Vulkan fliegen, denn dort kann man dann den Banner finden. So, einmal hier gelandet. So, perfekt. Und fliege ich kurz hin. Ich bin hier jetzt am Fuße des Vulkans. Wenn man hier reingeht, muss man mal aufpassen, weil zum Beispiel an dieser Seite, Alter, hier kann man nämlich, wenn man runterfällt, nicht den Fallschirm öffnen. Es geht nämlich erst, wenn hier wirklich drin ist. Und dann konnte man auf dem Schirm erkennen, dass hier über dem Ei, ziemlich genau an der Stelle, das Banner hing. Und ich hoffe, ich hatte dann dieses Informationsvideo über die ganzen Challenges der Woche 2 in Season 8 gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.